Hey Leute, zurück bei Call of Juarez. Kann sein. Das musst du nicht. Im Moment braucht Juarez mich und Ray, um sicher hier rauszukommen. Aber du weißt doch, dass ich dich beschütze. Ich denke, sie hat schon einen guten Beschützer. Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht enttäuschen. Ray? Was machst du hier und nicht beim Wagen? Den Wagen haben sich die Comanchen geholt. Also können wir zurück zu Mendoza gehen. Ja, aber wozu? Wegen der Gewehre. Die Apachen geben uns das Medaillon dafür. Weißt du noch? Ah, diese Gewehre. Die Gewehre, die wir nicht haben. Oh, gehen wir. Machen wir. Gucken wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Wahrscheinlich auch wieder... Shit, wo sind sie? Oh mein Gott! Aufpassen, Bruder! Die und ihre Pfeile. Na, wo sind... Hä? Komisches Volk, ey. Yo! Gehen wir! Wo hatte der das Gewehr her? Ich denke, die haben keine Gewehre. Entschuldigung, musste aber gerade mal sein. Wir gehen mal schnell zum Wagen zurück. Hup. Ah, wo sind denn hier noch? Oh, hier sind noch Gegner. Toll, eine. Genau wie meine Männer. Ihr beide seid echt zäh. Schon das zweite Mal, dass ihr meine Marisa rettet und ich euch für Comanchen halte. Wo ist mein Wagen? Den haben die Comanchen. Vielleicht lassen sie uns jetzt in Ruhe. Hört zu, mein Freund. Danke, dass ihr meine Frau gerettet habt. Aber jetzt müssen wir den Wagen finden. Darauf befinden sich 100 Gewehre. Oh, verdammt. Weit können sie nicht gekommen sein. Auf die Pferde, Amigos. Zumindest werden sie wohl kaum versuchen, ihre Spuren zu beseitigen. Upp. Schneller! Ray sagt schneller, weißt du, der hängt immer hinterher und sagt zu mir schneller. So ein Vogel, der Typ. Aber man muss sagen, also grafisch ist das Ganze schon ganz... Okay, also die Gegend sieht sehr schick aus. Aber ich habe hier irgendwie Grafikfehler drin. Da oben. Oh. Wo ist denn da oben? Da oben. Ach da, boah, bin ich blind. Wo muss ich überhaupt hin? Hier schießt noch einer. Tschüss. Komm doch mal mit jetzt. Na komm her. Okay. Können wir dann? Scheinbar nicht. Haben wir es dann? Oh, wo kommen die Vögel denn alle her? Wo? Ich bin heute echt blind da. Hup. Ah, jetzt geht's auch mal vorwärts hier. Wurde aber auch mal Zeit.
Pferde. Die haben echt einen Gottmodus drin, das ist unfair. Hup. Komm, Ray, du sagst schneller und bist wie eine Oma unterwegs. Los jetzt, Bruder! Ja, natürlich! Ist er Meter vorne, ist er direkt am Rumbrüllen. So ein Läppchen, der Typ. Frame Drops. Wie gut, dass meine nächsten Projekte alle eher von Konsole kommen. Das heißt, keine Lags. Oder eher diese Frame Drops, wo ich immer noch nicht weiß, wo die herkommen. Ich tippe einfach mal ganz stark drauf, dass die von dem... Ist hier irgendwas? Dass die von der Kombination Windows 7 und TXTory kommen. Jetzt haben wir sie. Sie scheinen ganz entspannt zu sein. Siehst du diesen Felsen dort? Kletter darauf. Ich scheuche sie ab. Jo. Wie soll ich da hochkommen? Wie entspannt die dann noch sind. Okay, lass uns diesen Wagen holen. Und los geht's. Jetzt geht's hier an die Taktiken. Und tschüss. Schöner, lautloser Killer hier. Ah, shit. Okay. Ich hätte gern den anderen Bogen gehabt. Down? Nein, noch nicht. Der hat drei Pfeile ausgehalten. Du madiger. Oh, bin ich schlecht. Von der Entfernung treffe ich direkt, aber von so nah. Oh, scheiße. Deckung. Der ist weg. Na, wo sind denn hier noch welche? ...25 Sekunden nur noch. Oh Gott. Ha! Warum habe ich die denn nicht weggeholt? Ah, Mist. So, erledigt. Und erledigt. Wo ist noch einer da? Erledigt. Lass meinen Bruder in Ruhe. Kehre zu deinem Bruder. Ich soll jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Warum so umständlich? Ah, Moment. Haha, ich kann nämlich einfach den leichten Weg gehen. Und hier nach unten gehen. So, fertig. Gibt es hier keine Probleme mit dem ganzen Weg zurücklatschen. Warum habe ich denn jetzt diese Frame Drops? Richtig unnötig. Pfeile einsacken. Guckt euch das an, als würde ich eine Zeitlupe spielen. Purer Scheiß. Vor allem, ich check an immer noch nicht warum. Der ganze verdammte Stamm! Lasst uns hier schleunigst verschwinden! Vamonos! Ja, komm. Wagen und schnapp dir die Gatling. Hier? Ja. Okay. Ab dafür. So. Achso, da kommen viele. Also ich glaube, diese Szenen, dass man nur an der Waffe hängt und so, die müssen einfach in Ego-Shooter.
Also so eine Szene gibt's doch echt in jedem Shooter. Na komm, da willst du gezielt vorgehen und dann eh scheißegal, weil der eh nichts trifft. Am besten man schießt auf das Pferd, weil das fällt dann hin und der Typ ist auch down. So. Geh down. Bitte. Haben wir? Ja. Läuft. So. Komm. Okay. Ich baller einfach drauf. Okay. Da kommen noch mehr. Sehen die nicht, dass es aussichtslos ist? Oder auswegslos? Wie sagt man? Aussichtslos? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die chancenlos. Sie haben angehalten. Was zum Teufel? Warum verfolgen die uns nicht? Sieh dich um, amigo. Klagefelsen. Sieh, amigo. Dies ist Apachenland. Die Comanchen können keine weiteren Feinde gebrauchen. Amigo, dein Gott muss wirklich über uns wachen. Wir sind durch das Comanche-Territorium gekommen, ohne unsere Skalps zu verlieren. Natürlich wacht er über uns. Er liebt alle Menschen. Auch dich. Es gibt keine schlechten Menschen. Nur böse Taten. Das Böse hängt von der Perspektive ab. Diese Wilden betrachten uns als weiße Teufel. Aber weil wir ihnen Gewehre bringen, heißen sie uns willkommen. Ganz ruhig, Freunde. Sin Vater, sag deinen Brüdern, dass wir Freunde sind. Wir haben euch die Gewehre gebracht. Der Handel ist geplatzt. Widerwärtiger Betrüger. Diese Waffe funktioniert nicht. Ein Gewehr von 300. Keine einzige funktioniert. Nein, bitte nicht. Tötet sie. Alle. Nein, Vater. Ist der junge Schamane, der mich vor dem Betrug gewarnt hat. Mieser Verräter. Bitte, Vater. Er ist mein Freund. Er hat seine eigenen Leute hintergangen, um uns zu helfen. Und wie möchtest du ihn dafür belohnen? Mit ihrem Leben. Bitte. Verschone sie. Das Herz des jungen Schamanen ist größer als sein Verstand. Aber da es Sin Vaders Freund ist, sei ihm der Wunsch gewährt. Der große Häuptling Running River schenkt euch das Leben. Verlasst unser Land. Wir nehmen eure Pferde, Waffen und Wagen als Lösegeld. Und die Frau? Was? Running River will eure Frau. Juan! Du bist die Einzige, die von den Waffen wusste. Oh mein Gott! Du mich also verraten. Juan! Nehmt sie, schlagt sie. Juan. Vergnügt euch. Je mehr ist die verlogene Hure nicht zu gebrauchen. Der junge Schamane und seine Brüder können in unserem Camp rasten. Aber sie sollten keine Herzlichkeit erwarten. Geht bergauf, würde ich sagen. Es müsste ein Ladebildschirm kommen, jupp. Von der Armee gejagt und aus traditionellen Jagdgründen vertrieben, versteckten sich die Apachen in den Bergen Nordarizonas, wo sie ein kümmerliches Dasein fristeten. Uns Weißen begegneten sie von Natur aus mit Misstrauen. Und die kühle, jähzornige Art meines Bruders tat ihr Übriges. Ray gefiel es nicht, wie die jungen Krieger Marissa anblickten. Er war unruhig und reizbar. Ich befürchtete, er würde jeden Moment hochgehen und wollte verschwinden, bevor es zu Blutvergießen kam. Aber Sin Vader wollte mit uns sprechen. Allein. Worüber wusste ich nicht. Aber ich ahnte, dass all das nichts Gutes zu verheißen hatte.
weiß, dass ihr das Medaillon sucht. Ich kann euch helfen. Warum solltest du uns dabei helfen wollen? Mein Vater will dafür Waffen für seinen Krieg gegen die Weißen kaufen. Aber wenn er Erfolg hätte, wären die Apachen dem Untergang geweiht. Und du willst es uns einfach so geben? Nein, aber ich zeige euch, wo es ist. Du hast das Medaillon gar nicht? Es ist verflucht. Meine Ahnen erhielten es von einem mexikanischen Priester, der dafür sein Leben gab. Kurz darauf überfiel uns eine schreckliche Krankheit. Viele starben. Einer der Überlebenden gab es für etwas Nahrung an die Navajo. Und auch sie wurden heimgesucht. Ihr Medizinmann erkannte, dass es dunkle Kräfte besaß. Er versenkte es in einem See hoch oben in den Bergen. Dort bewachen sie es noch heute. Running River hat also mit einem Medaillon gehandelt, das er gar nicht hatte? Er wollte euch den Aufenthaltsort zeigen und hoffte, es wäre auch für euch eine unheilvolle Medizin. Und den Navajo nebenbei das Leben zur Hölle machen? Wir sind Blutsfeinde. Ganz schön gerissen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Woher wissen wir, dass du uns nicht auch in den Tod schickst? Weil ich euch begleite. Ohne meine Hilfe würdet ihr es nie finden. Partner, ich hoffe, du verarschst uns nicht. Denn wenn dieses irgendein Apachentrick ist, wird das dein letzter sein. Okay, wir wählen Thomas. Ich mag Ray irgendwie nicht. Ich wollte eigentlich abwechselnd spielen, aber Ray ist irgendwie scheiße. Bevor ich aber weitermache, würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Bis dahin, Servus!